Hallihallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3, Teil 6. Jupp. Wir spielen jetzt die nächste Mission. Die letzte Mission war ja doch wieder mal ein bisschen actionreicher. Wir sind ein bisschen freier rumlaufen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist diese Mission mal tatsächlich in der Stadt auch unterwegs. Und man macht wieder ein bisschen mehr frei. Ich finde, das ist. Keine Ahnung, gerade wenn ich jetzt mich an den zweiten Teil zurückerinnere oder sowas mal. Da ist man relativ oft recht frei rumgelaufen und naja, das fehlt noch ein bisschen. Aber das kommt bestimmt. Ladebildschirm. Wunderbar. Oh, der einfache Weg hinein. Charles. Sir. Nehmen wir es mal so hin. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church Mist, suchen. Er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Und das Gesicht ausgeschnitten. Okay, wir sollen Leute belauschen. Da sind schon mal die ersten. Und das Belauschen habe ich schon mal gemacht, weil ich ja schon ein bisschen gespielt habe, wie gesagt. Und hier muss man sich einfach erstmal verstecken. Und das geht hier schon unter zwei Leuten. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Oh, ich kann mich nicht bewegen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Lasse und Heuerling? Heute exklusiv in der Boston Gazette. Okay, der wird misstrauisch. Ja, ich würde gerne, aber ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Oh, oh, oh. So. Jetzt bin ich versteckt. Weil ich zwischen den beiden Leuten stehe und rumhänge, bin ich doch schon. Heute in der Boston Gazette. Ja, bin ich doch schon. Ach so, okay. Skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will. So ein Quatsch. Vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Na. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. So, okay. Gut, jetzt müssen wir das erste Mal einen Synchronisationspunkt besuchen. Das weiß ich auch schon. Wie gesagt, tut mir leid, ich habe. Ach ne, jetzt geht das schon wieder los mit dem Quatsch. Ach, das liegt dann doch wohl doch an der Aufnahme. Weil normalerweise passiert das eben nicht. Ich hoffe aber diesmal nicht so lang, weil im Hintergrund läuft diesmal gar nichts. Toll, wunderbar. Ey, wenn das jetzt so bleibt, dann habe ich ein Problem. Ich möchte nicht, dass es die Aufnahme stört, sonst muss ich auf 720 runtergehen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich denke mal, das ist immer noch gute Qualität. Ich glaube, die wenigsten gucken sich das überhaupt auf 1080 an. Ich wollte es nur mal anbieten, wenn ich das schon kann. Ja, also das gefällt mir nicht. Also wenn es nur einmal passiert, dann werde ich das tun. Wenn ich ohne was spiele, dann habe ich gar keine Probleme, aber so ein Aufnahmeprogramm zieht halt auch ganz schön Kraft. Okay, ich werde mal ein bisschen was runterstellen. Einen Moment. So, dann ab jetzt eben halt in, ja, normalem Mini-HD quasi. Mal schauen, ob das besser ist. Leider macht er bei mir hier einen kleineren Bildschirm daraus. Finde ich ein bisschen strange. Aber egal. Muss ich halt mit leben. Gut, da muss ich raufklettern. So. Na komm. Dip, dip, dip. Ach ja, die Kletterscheiße. Und da sehen wir auch schon wieder Vögel. Du wisst, der Adler steht dafür, dass dort man genau einen Aussichtspunkt hat und die Möwen dafür, dass man irgendwo runterspringen kann. Zumindest war es in vorigen Teilen so und ja.
Meistens kamen die zusammen vor, natürlich die Möwen auch mal ab und zu alleine ohne Adler. Dann höre ich mal zu. So. Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Jo. Benjamin Franklin wurde anscheinend entführt. So, wo sind denn die nächsten? Starke Arme brauche ich immer. Ihr Gesicht braucht starke Arme. So. Okay. Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Halt! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schankstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtscheier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Mhm. So ein komischer Vogel. Oh, uninteressanter Scheiß. Schon wieder ein paar Schafe. Wer weiß, was mit denen so alles gemacht wird hier. Naja, okay, so, wir wollen hier weitermachen. Aha, da sind wir welche. So. Oh, die laufen. Den muss ich hinterher laufen. Sonst sehen die mich, ja. Das wäre echt nicht schön. Okay, und los geht's. Und dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden würde. Ich bin ein Ding. Huch! Ich wollte gar nicht. Naja, egal. Das war jetzt scheiße. Egal, ich hab den aus Versehen umgebracht. Das war gar nicht so beabsichtigt. Ja, ich muss mich jetzt mal erstmal wieder verstecken. Ich wollte gucken, bei welcher Seite ich die Waffe wechsle, weil ich die danach erstechen wollte, gemütlich. Wow, ey, Jungs. Seid mal nicht so assoziiert zu mir, okay? Ich bin ein ganz netter Mann. So, komm mal weg. Ja. Ja, ich wollte euch gar nicht erschießen. Naja, gut, dann komm, dann kloppen wir uns halt. Na komm, schlag mir mal einer. Mich kann er schlagen? Jetzt. Und du auch nochmal. Oh, jetzt kommt der von hinten. Das war gemein. Ich finde das so geil, wenn einer von hinten angreift, wie cool er dann sich nach hinten umdreht. Aber, boah, du bist so ein Arschloch. Ich war doch noch damit beschäftigt, den umzuhauen. Penner, von links und von oben und von unten und jetzt nochmal eins ins Gesicht. Noch welche? Oh. Boah, seid ihr Schweine, ey. Was war das denn bitte? Kannst du auch auf mich ziehen, wenn du schon noch schießen musst. So, oh, das ist ja richtig cool. Oh, ey, warte mal, ich muss ja einen... Ich kann... Wenn mich einer beschießt, kann ich Leute in der Hand nehmen irgendwie, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich glaub, so, aber egal. Meine Fresse, sterb hier noch. So, und du auch nochmal. Okay, du willst auch nochmal auf die Fresse? So, jetzt lasst mich halt in Frieden. Ja. Gut, haben wir ein bisschen Action gemacht. Ich wollte ihn danach erstechen. Das Problem ist nur, ich dachte, ich wollte rausfinden, wie ich die Waffe wechsle. Was willst du denn? Ich dachte, du willst auf die Fresse. Tut mir nichts. Lasst mich. Nee, dann nicht. So, wie wechsle ich jetzt die Waffen vernünftig? Okay. Nee, das ist zielen. Nein, ich will nicht zielen. Das steckt ja besser wieder ein. Ich bin kein Kämpfer. Nur ein einfacher Arbeiter. Ja, ist doch richtig. Aber es gab doch eine schnellere Möglichkeit. Versteckte Klinge. Was habe ich euch denn getan? Das wollte ich haben. So. Ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, aber irgendwie muss man schnell die Waffen wechseln können. Ich weiß noch nicht wie. So geht's auch nicht. Vielleicht. Ach so, vielleicht mit dem Steuerkreuz? Ach so. Okay. Cool. Jetzt weiß ich's. Schön. Diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. Allerdings. Man trifft nur noch Gelump und Gesocks auf den Straßen. Gerade heute bin ich wieder welchen begegnet. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete, aber so wie die dreien blickten, ließ ich es lieber.
Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Ja, ich kann die Hunde streicheln. Ich wollte euch das nur mal zeigen. So, haben wir wieder einen... Ja, ich bin aber in einer Belauschung gescheitert. Das tut mir echt leid. Ich habe es total verkackt. Ich weiß es. Es ist mir egal. Ich habe sowieso gesagt, ich mache kein 100%. Und das war ein Unfall. Ich bin aus Versehen auf den Abzug gekommen von meiner Pistole. Und dann ist da halt einer tot umgefallen. Meine Güte, das kann doch mal passieren. Ja, komm. Oh, ich wollte mich eigentlich oben an dem Ding langhangeln. Egal. So. Das Letzte, was sie von ihrer Heimat gehört hat, war der Krieg. Naja. Das findet sie bestimmt scheiße. Was war das denn? Oh, okay. Mir wurde geschrieben. Aber das ist jetzt erstmal egal, weil ich noch am Spielen bin. Und da interessiert mich das nicht, was irgendwelche Menschen von mir wollen. Selbst wenn es Sex ist. So. Apropos, ich bot ihm Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. So, was war los? Ein Problem. Ey, hab ich doch gemacht? Ihr Bastarde. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Na gut. Wahrnehmung ist fundamental für den Orden. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Mhm. Bisschen Sinn für Theatralik hast du, hm? Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn... Kein Problem. Das kriegen wir schon auf Reihe. Per Dekret von König George II. Wurden bestimmte Grundstücke neben der Trinity Church in New York die Errichtung einer Zinssäule. So, das Haus da. So, und? Braucht wohl mehr Bier. Dein Gesicht braucht Bier. Bier, sagt er. Unentdeckt bleiben. Was soll ich denn das machen? So. Nein. Kein Eindringling. Da ist kein Eindringling. Das ist gelogen. So. Ihr wisst nicht, wo ich bin, oder? Okay. Ich glaube, ich wurde nicht entdeckt. So, okay, und los. A, B. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. So, ich glaube, ich muss jetzt ein B in der Nähe eines Ziels, um ihn zu bestehlen. Okay. Da ist ein Ziel. Okay. Boah, den nehmen wir doch gleich, oder? So, dafür müssen wir den immer erstmal töten. Ich sollte hier abhauen. Nein, solltest du nicht. Das ist schon okay. Ach, Mann. Wieso hat er sich umgedreht? Oh, jetzt ist er auch noch ersoffen. Okay, unentdeckt bleiben, ist verkackt worden. Weil der Typ sich leider umdrehen musste, kurz bevor ich soweit war. Das fand ich scheiße. Ja, was ist mit ihm? Liegt er jetzt am Meeresgrund oder was? Nee, der wird nichts mehr. Ich brauch schon einen, der irgendwie frei rumsteht. Warum hat er sich denn umgedreht, die Sau? Du hast keine Chance, Schwachkopf. Ach, komm. Anlegen! So, und... Schwert, okay. Ja, ist jetzt auch egal, jetzt können wir auch alle rufen den hier. Und weg mit ihm. Und den auch nochmal. Okay, da hinten ist noch einer. Den nehmen wir.
So, dazu brauchen wir erstmal den Dolch. Der ist hier, okay. Ach komm. Okay, der hat uns nicht entdeckt, richtig. So. Vielen Dank. Bisher haben wir kein optionales Missionsziel geschafft, weil wir zu doof waren, aber egal. Egal, nehmen wir gleich den hier. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Du fiese Schwanz. Uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas. Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Oh, doch. Dem gerade in die Nase gestochen? Also man sticht niemand in die Nase. Keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? Es würde mir dein dümmliches Geschwätz ersparen. Du bist ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz darauf. Halt doch mal still. So. Huch. Kannst dich hinlegen. Alles klar. Na, Benny, was los? Hast du wieder Scheiße gemacht? Wer seid ihr? Ethan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Okay, Benjamin Church, in Ordnung, ist doch ein anderer Typ. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil er keine Brille auf hat. Okay, dann nehme ich alles zurück. Also haltet mich nicht gleich für doof und schreibt das nicht gleich in die Kommentare. Beziehungsweise wenn ihr es schon in die Kommentare geschrieben habt, weil ihr schon gleich gemacht habt, dann bitte sagen, tut mir leid, ich habe doch keine Ahnung. Oder sowas. Mal löschen. Das ist ein Scheiß. 100 von 200. Naja, okay, wir waren schlecht. Ja, im Serverspielen habe ich das irgendwie besser hingekriegt. Okay, aber meine Zeit ist um. Ich muss diese Folge schon wieder beenden. Das heißt, wir werden hier beginnen das nächste Mal. Bis dann, Leute.